Aber Klaus, da ist euch im Design doch ein super Wurf gelungen. Erzähl mal, wie die Proportionen und die Formen entstanden sind. Ja, ich glaube auch, das ist ein sehr beeindruckendes Auto. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das Ganze kam zustande durch einen Kontakt mit Sony, mit dem legendären Macher des Videospiels GT 6, Katsunori San Yamauchi. Und mit der ist heute auch hier, da steht er. Vielleicht einen kleinen Applaus. Ja. Katsunori, komm zu uns. Very nice car, isn't it? Thank you. Ja, und wir wollten natürlich für das Videospiel die ultimative Proportion schaffen und das Auto so flach gedrückt, wie es nur geht, so breit gemacht, wie es nur geht, die GTI-Design-Elemente so übertragen in die virtuelle Welt, dass das eben extrem begehrenswert ist, extrem sportlich, extrem dynamisch. Mein wunderschönes Interieur, ganz reduziert, ganz Sportwagen. Das zeigt eben, wie sehr man die GTI-Idee, die Sportlichkeit treiben kann, wenn man dann in der virtuellen Welt unterwegs ist. Ja, meine Damen und Herren, wir werden natürlich dieses Fahrzeug nicht morgen schon auf der Straße sehen. Aber, es soll Ihnen mal zeigen, wie weit die Idee in der Performance, die Idee GTI in der Performance gehen kann. Das ist als geschlossenes oder als offenes Auto denkbar. Und wir haben das Fahrzeug mit einem 6-Zylinder Vitrovo-Motor ausgerüstet. Der hat über 500 PS, da geht auch noch was mehr. 560 Newtonmeter und wir schaffen ein Leistungsgewicht von 2,8 Kilogramm pro PS. Das sind Dimensionen, die Sie normalerweise nur von Supersportwagen her kennen. Wir können 3,6 Sekunden von 0 auf 100 fahren, 309 Kilometer pro Stunde Spitze erreichen. Und das Wichtigste dabei ist, das Fahrzeug ist flach, das Fahrzeug ist breit und das Fahrzeug macht Fahrspaß und hat Fahrpräzision. Ich möchte mich auch nochmal bedanken, in der Kooperation mit Sanyo haben wir natürlich sehr viel erreichen können in der digitalen Welt. Und meine Damen und Herren, wir sind sehr froh, dass wir Ihnen hiermit zeigen können, dass die Idee GTI in der Performance eine visionäre Zukunft hat. Vielen Dank. Wäre Zukunft, die Sie jetzt schon digital erleben können. Aber die heute dabei, was Sie in naher Zukunft auch real erleben können. Und wenn Sie mal hinhören, hören Sie jetzt auch schon den Start dieses Fahrzeugs. Und es ist nicht weniger als der Golf R400. Begrüßt euch unsere Dampfschifffahrt.